und herzlich willkommen bei einer neuen Dino-Vorstellung. Und zwar geht es heute um den Gallimimus, beziehungsweise in einem Wiki steht, dass er Gallimimus heißt. Und ja, ich dachte, ich sag einfach beides mal. Und zwar ist das ein sehr witzig aussehender mit sehr krass dünnem Hals und sehr spitzem Schwanz, sage ich jetzt nochmal. Es ist ein Sprinter von vornherein weg. Es gibt Geschlecht, er kann sich natürlich auch paaren. Wir haben ein Weibchen und ein Männchen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel das Männchen. Und zwar gibt es eine Besonderheit zu denen. Sie sind schneller als Raptoren und sowas alles. Also sie sprinten wahnsinnig gut. Und sind zu dritt zu reiten. Das heißt, drei können da wirklich sitzen und eben halt mit herumdüsen. Das war das erste Dino, was das hier konnte in Ark, und zwar seit Anfang des Jahres 2016. Der hat schon grundsätzlich gute Movements und so weiter drauf. Um jetzt zum Tamen zu kommen, ja, man kann ihn tamen, ja, man kann ihn reiten. Sattel, Level 30, also man muss Level 30 sein, um den freischalten zu können, den Sattel, um ihn herstellen zu können, da wiederum. Es sei denn, man hat Glück, wobei ich habe den Sattel noch nie als Blueprint oder sowas gesehen gehabt in einem der Strahle. Ich glaube, ist gar nicht drin. Was am besten für ihn zum Tamen ist, ist ein Kibbel, und zwar von die Metrodon. Von diesem anderen Vieh. Ist nämlich da die Eier zu nehmen und daraus Kibbel zu machen, und das futtert der hier wahnsinnig gern. So, was... Jetzt wollte ich mal euch ein bisschen Bewegung zeigen. Alleine ist der schon ziemlich gut unterwegs. Ich sprinte noch nicht oder so. Finde ich schon persönlich ziemlich schnell. Und das hier... Wahnsinn. Also der ist wirklich, wirklich, wirklich schnell. Wenn ihr ein Sprintervieh sucht, wo ihr schnell durch die Karte kommt, das ist genau das Richtige dafür. Und der erste sitzt hier in der Mitte. Dann gibt es einmal vorne ein und dann hinten ein. Und dann, wo die noch sitzen können. Und dann, wow. So, wie gut können die wenden? Einen kleinen Wendekreis haben sie, ja. Hält sie aber noch in Grenzen. Also es ist besser als Raptor oder sowas. Finde ich zumindest. Also er ist ganz angenehm. Allerdings benutzen wir ihn nicht viel, weil wir lieber fliegen, anstatt zu laufen. So, jetzt muss ich ihn nur noch mal wenden. Ich habe hier leider ziemlich viele Dinos und so weiter, die alle noch vorgestellt werden möchten und so. So, super geparkt. Hat zwar eine Stunde gedauert, aber ist drin. Und dann haben wir auch eben halt auch das Weibchen. Wo es die zu finden gibt, werde ich natürlich wieder einblenden. Das ist ganz klar. Mal die Zähnchen zeigen hier. Also wo die alle sind, beide Karten wieder, den, wenn man den getamed hat, den Eintrag werde ich natürlich auch zeigen. Und ja, ich würde sagen, das war's auch schon. So, ziemlich so. Ja, ja, ja. Wenn ihr noch andere Ideen habt oder Wünsche habt, was ich sonst so vielleicht mal zeigen soll oder so, dann einfach raushauen damit. Interessiert mich ja auch. Falls ihr sagt, oh, ich muss unbedingt von einem anderen Dino, der jetzt die Informationen haben, kann ich auch versuchen, euch die natürlich zu beschaffen, beziehungsweise das Dino vorzuschieben. Ansonsten gehe ich einer Liste nach. Und die Liste ist lang. Ich mache nämlich von A bis Z sozusagen. Allerdings gibt es gar kein Z. Es gibt nur bis W. Und zwar ist das letzte das Wollnashorn. Und das heißt, ich werde jetzt erstmal hier beenden. Und das nächste, was jetzt für mich an der Reihe ist, ist der Riesenbiber. Yay! Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.